Der diesjährige Fischamenter Stadtlauf trägt einen besonderen Namen. Er wurde dem langjährigen Obmann der Fischament Runners, Jerry Gehringer, gewidmet. Man gedachte dem Ausnahmesportler. Der Fischamenter Stadtlauf fand heuer im Gedenken an den im Mai vergangenen Jahres verstorbenen Jerry Gehringer statt. Bei idealem Laufwetter gingen Kinder, Jugendliche und Erwachsene aller Altersgruppen an den Start. Es gibt den Knirpsenlauf für die ganz kleinen Kinder, die laufen nur 300 Meter, ein Kinderlauf über 1 Kilometer und dann die 5,4 Kilometer Nordic Walking und Hobbylauf und 10 Kilometer für die quasi Profis. Die Fisherman Runners sind ein Laufverein für Menschen mit Begeisterung an der Bewegung. Sportler aller Könnens- und Wollensstufen sind willkommen. Wir haben heuer insgesamt 410 Leute oder ein bisschen mehr, das wissen wir jetzt noch nicht mit den Nachnennungen. Ja, ziemlicher Rekord, schönes Wetter und weil es unser Gedenklauf ist, deswegen, ja. Wir gedenken mit diesem Stadtlauf unseren langjährigen Obmann von den Fischamenter Runners und Organisator vom Stadtlauf. Und in seinem Sinne soll es auch ein Fest der Freude sein. Also die Menschen sollen Spaß am Laufen haben und an den Gedanken, Sport zu betreiben. Und ich glaube, das ist heute hervorragend gelungen. Wir haben so viele Teilnehmer wie noch nie und die Runners haben diesen Lauf hervorragend organisiert. So vereint der Fischamenter Stadtlauf Extremläufer, Profi-Triathleten, Hobbysportler, aber auch Nordic Walker aller Altersklassen bei der gemeinsamen Sache. Wie fühlen Sie sich jetzt? Im Moment sehr glücklich. Das ist eigentlich eine große Überraschung, dass ich jetzt schon so in Form bin. Danke an meinen Trainer und an die Hardläufer aus dem Burgenland. War ein schöner Lauf, sehr windig allerdings. Aber jetzt kann ich glücklich sein, was soll ich sonst sagen? Es ist heute war ziemlich hart wegen dem Wind und gestern bin ich auch schon in Wien einen 10 Kilometer Lauf gelaufen und da fehlen halt die letzten 3-4 Kilometer fehlen dann schon ein bisschen die Kerneln. Da kann man nicht mehr zusetzen und die zwei haben mich dann noch überholt und sind einfach schneller gewesen zum Schluss. Was bedeutet Laufen für Sie? Ja, es ist ein Ausgleich. Man ist ja nicht nur körperlich, sondern auch geistig irgendwie allein. Und ja, wenn man das gewohnt ist, dann macht man das gern. Und wenn man ein, zwei Tage mal nicht laufen war, dann juckt es dann schon wieder. Sie sind gerade ins Ziel gekommen. Wie fühlen Sie sich jetzt? Erledigt. Ein bisschen erledigt. Unser Ziel, also ich bin ja mit meinem Sohn gemeinsam gelaufen. Unser Ziel haben wir erreicht. Also sein Ziel war unter einer Stunde. Und mein Ziel, da habe ich nicht ganz erreicht. Mein Ziel war eigentlich, dass ich dranbleibe bei ihm. Aber ich habe es nicht geschafft. Er hat mich dann abgehängt am Schluss. Wie war das, im Papa schneller als der Papa zu sein? Für mich lustig und ich war sehr froh halt. Du schaust doch aus, als wärst du nicht so aus der Puste wie dein Papa. Ja, es war schon sehr anstrengend. Und die Fisherman Runners freuen sich schon aufs nächste Jahr. Dass alle gemeinsam Spaß am Sport haben, dass wichtig ist, dass man rausgeht und was macht.